So Leute, und da sind wir jetzt auch schon wieder zurück zu Transformers, Untergang von Cybertron. Jo, es hat jetzt ein bisschen wieder gedauert gehabt, wieder einen neuen Part reinzustellen oder beziehungsweise zu machen. Jedenfalls waren wir hier stehen geblieben, in Shockwaves Tower oder so, glaube, mit Starscream hier. Und da gehen wir gleich mal weiter. Der Part wird auch wieder in Überlänge werden. Also so 23 Minuten vielleicht. Das sind so bei mir überlinge Parts, ne? You picked on the wrong. So, you are the one called Grimlock. So, jetzt spielen wir Grimlock. Looked excruciating. I bet you're just chomping at the bit to pay him back. But what is a Grimlock to do? Come here, you kleiner Wurm! And you're entirely too stupid to think for yourself. Pathetic. You will swear your allegiance to me. You will do my bidding. And in turn, I will set you free. No. So, und ich schmeiß mich jetzt weg. Und klatsch. Weg bist du. Zack. So, jetzt wisst ihr endlich, wer Grimlock ist. Optimus Prime hat ihn ja gesucht gehabt. Der ist ja von seinem Ort weggelaufen, wo er eigentlich sein hätte müssen. Genau, und jetzt spielen wir den Typen. Der geht ja übel ab. Der randaliert. Oh. Bam, bam, bam. Und... Komm her hier. Oh, du's. So, den hab. Da ist er noch einer. So, du kommst mal her hier. Tschüss, du Sack. Hol ihn mal auf! Ihr Spinner, Alter! Ich fühle mich jetzt irgendwie gerade wie so ein übelst großer Ritter hier, so, ne? Komm her hier. Geh zu deinen Freunden zurück. Tschüss. Vor allem da ist es. Ich bin kein Es, ich bin ein Roboter. Und ich habe auch einen Namen. Bäh. 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 Und... So Leute, wenn ich jetzt so ein paar Geräusche mitmache, aber das ist übelst das geile Feeling, sag ich euch. Es geht übel ab. Boah. Ah, stirb, du Sack gerade. Bam, und da. Uhuhu. Noch jemand? Könnt ihr gerne haben. Zack, zack, zack und klatsch. Du stirbst. Hier gibt's keine Bomben. Hat doch jemand geschossen, ich hab auch noch. Nee, okay. So, wir sind jetzt auf der Suche nach dem Team hier von Grimlock. Er ist ja nicht der einzigste. All this security must be getting close.
Hoffentlich schaffe ich das, weil es ist ziemlich puh. Ist ziemlich schwierig. Welcome, Grimlock. Your attempt to rescue your friend was easily predicted. Shockwave! I've siphoned your cerebral circuitry to push additional power to combat-related functions. Frankly, I'm... Aber ich nehme schon mal hier was in der Hand, sonst bin ich hier. 97% of your redesign is dedicated to the total destruction of your enemy. Lucky you. Also wir wurden erschaffen nur um er hat irgendwas mit den Angestellten, irgendwelche Doktorspießen. Und dadurch, ich nehme mal weg. Klatsch. So. Der hat uns irgendwie geupgradet, sag ich mal so. Damit wir mehr Wut haben. Und irgendwie mehr bessere Skills kriegen dabei. Also, das hat nicht funktioniert. Ah, Junge, hallo. Das ist viel. Oh nein, wieso habe ich das nicht gekriegt? Nein, och, leck mich doch. Leck mich doch. Du bleibst hier. Nein. Oh, ey, hallo. Ah, Junge, ey. Läuft schon wieder nichts nach Plan. So, warte mal, ich brauche mal jetzt mal kurz hier. Ich will die Sniper wegmachen, die Sniper sind dumm. So. Sniper, verpisst euch. Ihr dreckigen Säcke. Nein! Oh, was? Junge, Boden! Wo ist denn dieser scheiß Sniper, Junge? Alter, ich will den Sniper kriegen jetzt langsam mal. Snuff langsam. Weil die machen nämlich am meisten Damage. Ja! Erwischt! Du kommst mal runter da, du. Na, ah, keine Granaten! Alle, ich... Wo sind denn die alle? Ich finde die nicht. Alter. Arsch. Du Ratte. You still function. Grimlock, get me out of this thing. Oh. I saw the guards trigger two switches in unison to lock me in. So genau, jetzt müssen wir den befreien. Wir machen es mal lieber bequem. So, einfach mal die Dinge hinschmeißen. Zack. Noch einer. Wieder zu voll zum Laufen. So, jetzt habt ihr es gesehen, das sind Dinosaurier. Wir werden zu einem T-Rex. Und er hier, der Swoop heißt, hat sich gerade in Flugsaure verwandelt. Und zusammen sind das die Dinobots. Also wir sind noch die anderen von... Der eine ist ja gestorben, den haben wir ja beim Rostmeer gesehen. Dieser, keine Ahnung wie der hieß. Dieser Langhalster hat mal so einen kleinen Video, glaube ich, noch gesehen, so ein projiziertes. Ich muss wirklich sagen, ein kühles Bier bei diesen Temperaturen ist wirklich geil. Nur Insektikons hier, jetzt hauen wir die mal. Ah ne, kann ich. Oh, ich wollte die gerade weghauen. Schade. Is this what Shockwave did to us? Cracked us open?
You don't remember? No. Do you? Yes. Grimlock. Oh, look at this one. Insecticons communicate on a specific ultrasonic frequency. I have found I can manipulate 85.7% of their species through this method, the exceptions being hard shell, sharp shot, and kickback. Those anomalies appear to be more evolved and require more finesse in their manipulation. Looking to improve upon their simple design, I've augmented the strength of select insecticon swarmers. I call this new breed Bruisers. So, Shockwave hat hier ein bisschen rumexperimentiert. Hat die Insektikons verbessert. My research indicates Kickback may be another one of the original Insecticons. His mind and thought processes have proven psychotic and unpredictable. So genau. Die Insektikons, die der Forum bei sich hatte, das waren die allerersten. Und an denen konnte nichts verbessert werden, weil die schon so gut waren. My research has revealed Insecticons have the capacity to ingest 95% of known matter and reshape it to a crude form of their choosing. Though they cannot sustain themselves through this process, it allows them to build structures of massive proportions. Genau. Also Insektikons sind wie die Ameisen bei uns. By far the most dangerous Insecticon, Sharpshot, enjoys torturing his prey with electricity. Jo, na, die haben wir vorhin gesehen, wo die Grimlock eben gequält hatten, da waren wir ja noch mit Starscream unterwegs. Vorhin gerade. Lecker. Heute gibt's Insekten zum Frühstück. Hardshell prefers advanced combat strategy and weaponry as opposed to relying on his natural instinct. He is a most dangerous adversary. Grimlock, this room. I was in a room like this with Slug. Slug? Where is he? So, wenn er sein Schwert ausfährt, dann weiß ich genau, dass jetzt auf mich kommt. Irgendwelche Gegner. Ja, ich hau dich mal weg, ja. Niemand sagt, ich bin zu unkompetent für sowas. So, das ist so eine Waffe von Shockwave. Die kann man nur mit DLC kriegen. Aber die haben die da mal so reingebaut. Die habe ich natürlich, ist klar, weil ich mir das geholt hatte. Mal. Die ist ziemlich geil. Die hatte ich auch, glaube ich, schon verwendet im Rostmeer, glaube ich. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, dann gehen wir mal weiter hier. Jetzt wartet auf uns eine böse Überraschung. Uah. Wir haben gerade uns was angehört, dass der total dumm ist zu besiegen. Und ja, das ist er auch. Nur ich habe da einen kleinen Trick. Hoffentlich schaffe ich das. Na genau. Ja, getroffen. Ah, den einfach nur treffen da hinten. Die anderen sind jetzt egal. Das weiß ich noch. Also immer mal ein bisschen Leben einsammeln, genau. Da haben wir doch schon fast weg. Oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Na Junge, hallo! Okay, okay, okay! Wir brauchen mal ein bisschen Leben! Ja, genau! So, jetzt können wir weitermachen. Mann, Alter, das war jetzt wirklich ein bisschen hart. Komm schon.
Noch einmal! Komm schon, wir haben's gleich! Ja! So, und jetzt sind auch die ganzen Gegner weg. Find ich schön. Stop squirming. Jo, das müssen wir auch mal zu Hause machen. Geil. Beziehungsweise würde ich das gerne bei anderen Leuten tun, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Oh, das ist jetzt blöd. So, jetzt bei 3, los. 1, 2, 3. Komm schon. Schneller, bevor die Dinge kommen. Na gut. War diesmal viel einfacher, jetzt klar. Ja gut. War nicht wirklich die Welt. Oh. Hallo, ich will rüber. Mach den da. Tunnel through the bottom here. Genau, wir schreien erstmal rum. Nächstes Kapitel. Kapitel 12. Grimlock Zertrümmerung. Und Leute, ihr müsst wissen, bald ist es vorbei. Leider, leider. Aber es war schön. Mit euch, mit den Transformern. Genau, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist ja nicht vorbei, ne? Ich mache ja noch weitere Spiele. So, genau, hier mache ich jetzt... oder ne, wartet, ich mache noch ein kleines bisschen weiter. Hab ich ja versprochen, dass es ein bisschen länger noch wird. Ein paar Minuten. So, jetzt sind wir... Wow. Sind wir wirklich bei den Insektikon-Tunneln hier gelandet? Lecker. Oh, was haben wir da hinten? Ja, toll, kann ich bin nicht benutzen, ne? Klappe. Und was ist hier? Ist hier noch was? Einmal schön gucken. So, ihr Schweine, jetzt kriegt ihr Paus Maul. Na, kommt der hier. Los. Klatsch. Ihr merkt schon, das ist dieser Spezialangriff und das sieht auch immer bei jedem Gegner anders aus. Bei den Decepticons hatte die so, hat er das Schwert so mehrmals reingestochen und bei den Insecticons zerreißt er die einfach nur. Und dann gibt es noch viele weitere Spezial-Moves, sag ich so. Oh, du bist da weg. Oh, jetzt wird's krank. Oh nee, das ist bitte blöd. Jetzt kommen noch mal ordentlich viele Gegner. Und die schlüpfen ja aus ihren Eiern. Brutkapseln. Und die Mucke ist so geil.
Nehmt das, ihr Schweine! Leben kriegt ihr mich nie! Ihr Schweine, genau. Haut ab! Oh Mann, dieses Feeling ist dabei so geil, ey, echt. So, jetzt. But your combat efficiency has only marginally improved. Your failure to change forms hinders your progress. Then show me how! The Insecticon Kickback has volunteered to assist you in unlocking your full potential. So, den haben wir auch schon gesehen vorhin. Do you remember me? 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 Das ist der zweite aus den Dreierbund. Hardshell war der erste, dieser fette Käfer. Ja genau, ich bin jetzt hier wieder die Spaßbremse und verabschiede mich hier aus diesem Part, weil der nächste wird total Hammer, sag ich euch. Und bis dahin, euer Zodiac.